Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Shank. Ich erzähle euch heute ähnlich wie Sexy Julia, wie es im Puff zugeht. Nein, mache ich nicht. Ich werde einfach nur dieses Spiel spielen und diesen Typen hier... Oh, Überwachungskamera, Überwachungskamera. Nicht gut. The rumor mill got it right this time. You are alive. Nicht cool, jetzt weiß die Tuse schon, dass wir kommen. Das finde ich dezent daneben. Aber es ist schon mal sehr auffällig, dass hier jetzt erstmal wieder überall Tequila liegt. In Massen, während ich gerade beim Butcher gar nichts hatte. Aber so gesehen, der hatte ja nur drei Treffer gebraucht und dann war auch schon down. Naja, lassen wir uns davon... Hallo? Also es ist doch jetzt schon wieder ein bisschen lächerlich. Oder vielleicht auch nicht. Ja. So richtig schöne Security-Bonsen. Oh, schön. Beide erwischt. Und einen damit sogar ins Jenseits gehauen. Nice. So, jetzt nur noch den Flex weg. Und oh, was ist denn da gerade umgefallen? Achso, das gehörte dort zur Deko. Und ich darf natürlich kurzzeitig nichts mitnehmen. Nächste Etage. War da gerade was im Hintergrund? Nee, nee, das war der Mond. Aber es ist echt nice gemacht. Das hat Feeling. Auch wenn die Musik gerade eher bedrohlich ist, als dass man sich einem Schäferstündchen... Doktor! Let me take a look at you. 7 years, and you still look good. That night ruined my life. So, so that's the little whore. Ava! You may have been the one to cut me. But it was Cesar who tossed me aside as if I were dirt. But I know you're here for only one reason. So let's get this over with. Okay. Gut, das war jetzt nicht viel Weg, was wir hinter uns gebracht haben, um zu ihr zu kommen. Kann ich mitnehmen. Okay, und hier stehen wir dann in einem... Wow. In einem fiesen Zweierkampf gegenüber. Ich bin ja mal gespannt, was so ihre Schwächen sind. Also sie ist auf jeden Fall ziemlich schnell. Und ich sehe jetzt anhand der Umgebung und allem nichts, wo ich darauf tippen würde, dass man sie angreifen kann. Ach so, soll ich vielleicht einfach nur blocken, wenn dieses Schenkzeichen kommt? Hold block and press left or right to dodge. Okay. Das ist dann unsere einzige Aufgabe fürs Erste. Let me take a look at you. Ja, und jetzt haben wir die Szene nochmal. Ich muss echt den Knopf finden, mit dem man Knopf. Den Button, die Taste, wie man es auch gerne haben möchte, mit der wir ganz gemütlich diese Szene überspringen können. Ja, ansonsten kann ich schon mal verraten, dass man mit der Cassandra, glaube ich, schon in dem Koop-Modus, also von der Vorgeschichte, in Kontakt kommt. Ja, ja. Immerhin will sie nicht lange schnacken, sondern kommt gleich zur Sache. Ja, toll. Jetzt weiß ich, wie ich sie abwehren kann, aber wie greife ich sie an? Na, ich glaube, ich versuche einfach ganz normal gegen sie zu kämpfen. Hey! Nein! Einmal aus dem Trott gekommen. Hat man schlechtes Spiel.
ist die Frage, mit welcher Waffe man sie am besten angreift. Das hält sie von der Kettensäge nicht viel. Ich glaube, da muss ich bei den schnellen Messern bleiben. Ja, bei den schnellen Messern. Na komm her. Ja. Gut, dann ziehe ich das so jetzt wahrscheinlich noch ein Weilchen hin, wenn ich mich nicht blöd anstelle. Was man ja von mir leider sehr oft gewohnt ist am Ende. So, nicht zu nah an den Tequila ran, den brauchen wir nämlich noch. Na komm schon her mit deinen fetten Hüften. Okay, sie sind gar nicht so fett, aber... ich habe schon schönere gesehen. Und Schenk bestimmt auch. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihm seine Freundin anstelle von ihr tausendmal lieber wäre. Oh, verdammt. Na, freu dich, du blöde Bitch. Macht mir gar nichts aus. Du hast mich einmal getroffen. Ja, schön. Ja. Ah, nein. Komm mal klar. Dafür, dass du einmal Glück hattest. Was sagt sie eigentlich dazu, wenn ich ihr eine Granate an den Kopf werfe? Scheinbar nicht viel. Ich glaube, ich probiere es gleich nochmal. Nein! Sie ist einfach zu klein! Scheiß Frauen, ey. Na komm schon, dann eben auf die übliche Art und Weise. Ja, das Spiel können wir die ganze Zeit spielen. Müssen wir wahrscheinlich auch. Ich hätte jetzt sehr gerne meine Machete. Ich glaube, die würden ihr ein paar mehr schöne Schnitte verpassen. Ich bin echt gespannt, ob er sie am Ende verschont oder ob er sie ebenso kalt macht. Eigentlich wäre es ja nur fair. Gott, da hätte ich beinahe den falschen Move gemacht. Und das wäre ganz schön eklig geworden. Sich da gerade noch hat treffen lassen. Ja. Verdammt. Ich glaube, ich gönne mir gleich nochmal einen Schluck. Kann ja nicht schaden. Auch wenn das hier ein bisschen dauert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie versucht, sich gegen Ende ein bisschen mit eindrucksvolleren Attacken zu wehren. Das ist ja echt langwierig. Wenn jemand das Spiel ebenfalls spielt und eine Ahnung hat, ob die Machete irgendwie ein bisschen hilfreicher ist, möge er mir doch bitte Bescheid sagen. Die Info kommt dann wahrscheinlich ohnehin zu spät, weil ich sie so platt gemacht habe, aber... toll, es hat mal überhaupt nichts gebracht. Man kann es ja probieren. Geh weg! Geh weg! Ich habe keinen Bock auf deine Scheiße. Du dumme Fatze! Ja. Aber für eine Frau schlägt sie sich nicht schlecht. Oh Gott. Wirklich nicht schlecht. Gott, und ich bin so angepisst, wenn da nochmal eine andere Technik von ihr am Ende kommt. Da habe ich mal echt keine Böcke drauf. Auch wenn es natürlich für den Ablauf des Spiels ziemlich langweilig ist. Was die Kampftechniken der Gegner angeht, dass sie bis zu einem gewissen Grad doch nicht unbedingt innovativer werden.
und man, wenn man einmal das Schema raus hat, eigentlich ziemlich leichtes Spiel hat. Aber für ein Let's Play muss ich sagen, ist das natürlich vor allen Dingen bei einem Blind Let's Play ungemein von Vorteil. Weil man sich dann eben weniger Fehler erlauben kann. Wupp, 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 wupp. Alter! Ja, freu dich doch! Aber beim nächsten Mal hab ich dich, Fotze. Beim nächsten Mal hab ich dich. Das garantiere ich dir. So, und jetzt... Okay. Stirbt sie nicht. Tot. Ja. So ist das, wenn man Scheiße baut. Man muss damit rechnen, dass sie einem wieder ebenso wieder eilt. Okay, und die Musik finde ich doch schon mal ein bisschen cooler und passender. Aber was uns hier erwartet, werdet ihr im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liebe Grüße, eure Kyoko.